Hallo und herzlich willkommen bei den Sims 2. Ich bin heute wieder bei der Familie Bob Braun und schaue gleich mal rein, was wir denn so heute mit ihnen machen könnten. Er muss gemalt werden, aber sie malt, glaube ich, auch alleine weiter, ne? Genau, unsere Teenie, die malt das Porträt von Bob weiter. Und das habe ich so auch so für mich auch gesagt, dass die verschiedenen Familien ihre Porträts natürlich auch selber malen und dass sie das schon oder bereits im Erwachsenenalter dann machen, dass wir in jeder Familie so eine kleine Galerie auch machen werden. Natürlich sollten die Kinder nach Möglichkeit immer das Sprechen lernen, sprechen, laufen und in Töpfchen aufs Töpfchen gehen lernen. Was denn? Wegwerfen, Babsis Zeichnung, Bastians Zeichnung. Tini hat Begeisterung für Kunst und Handarbeit entwickelt. Genau. Er malt immer noch. Ach so, das sind zwei Zeichen. Ich habe irgendwann mal da drauf. Genau, ja, das habe ich doch gesagt. Das wusste ich doch. Dass das geht. So, warte mal. Das andere müsste auch funktionieren. Das war aber das Zeichen, genau. Das war das von der Babsis. So. Kann ich das auch ein bisschen höher machen? Komischerweise geht das nicht. So. Dann mache ich es halt hier unten drunter. Ach, das sind die Zeichnungen von unseren Kids. Echt was ganz Tolles hier. Das hat unser Junge gezeichnet. Mal gleich fotografiert nochmal hier. So. Er ist ja noch ein ganz, ganz junges Kind sozusagen. Oh! Juhu, sie hat es geschafft. Bob, geh mal. Das brauchst du nicht. Das macht die doch ohne dich. Die malt dich aus den Erinnerungen. Unsere Tochter muss ganz dringend auf Toilette und dann hat sie dann auch noch mal. Also sie möchte gerne was essen. Mach sie mal in den Stuhl und dann können wir etwas zu essen vorsetzen. So, sie lernt auch aufs Töpfchen zu gehen, gerade vom Papa. Mal gucken. Oh, Bild ist fertig. Ja, supi. Dini hat das Bild fertig gemalt. So, dann benutzte das mal. Fantasie im Überfluss. Bastian hat auf dem Spieltisch gemalt und erhält einen Kreativitätspunkt. Also diese Familie ist zum Beispiel, wo ich wirklich sage, also hier ist doch noch einfach reine Harmonie. Frage, soll es auch hier so bleiben mit der Harmonie? Ja, sie wird eben auch bald zum Kind werden. Hat sie das jetzt geschafft? Nee, ne? Sie hat es noch nicht beendet. Also ich meine, gelernt. Nee, hat sie noch nicht. Gut. So, ich gebe dir mal was zu essen. Setz dich rein. Und jetzt, Moment, wie mache ich denn das jetzt nochmal? Was denn nehmen? Nein. Achso, ist er jetzt müde und geht ins Bett oder was? Du solltest Babsi füttern. So. Oh. Sie betrachtet gerade das schöne Bild hier hinten. Unser Sohnemann kommt und erzählt mir noch einen Insiderwitz und mein Mann geht schon wieder schlafen. So, der Sohn erzählt gerade was. Ich gehe gerade mal das Bild holen, das Porträt von Bob. So. Wo hänge ich das denn hin? Wohnzimmer? Oder Schlafzimmer? Wohnzimmer. Moment. Wo habe ich das jetzt hingemacht? Ach doch, da. Gerade eben war es doch noch gar nicht gehangen, oder? So, das ist das. Ich weiß ja gar nicht, was das eigentlich für ein Hintergrund hier ist, dass das so weiß ist.
Und hier das... Aber okay. Aber doch ein echt schönes Bild. Das muss ich auch nochmal fotografieren. Ein echt schönes Bild. So, und wir rahmen das Bild auch noch mit einem Hellholz. Ich mag Hellholz und es passt, glaube ich, auch ganz gut in den Raum, oder? Dann machen wir es ein bisschen dunkler. Moment, Mittelholz. Genau, das passt gut. Perfekt. Dann brauchen wir nur noch von Tini auch noch ein Porträt. Ja, ich sag mal, da fangen wir dann an, wenn er hier da so Zeit hat, nämlich frei hat. Das reicht auch uns noch ohne weiteres. Ja, du kleine. Nervsack hier, Mensch, Kinder. Schau doch nicht so. Ich hol doch schon. Ich bring dich raus und trag dich doch schon ins Bett, mein Schatz. Meine Güte. Da musst du doch nicht so gleich so machen. Ja. Wie man auch hier sieht, unsere liebe Tini ist aber auch nicht ganz so brav. Sie hatte auch hier schon, ja, sie ist verknallt oder eine Liebe noch aus der Jugend. Stefan Sims, das hier ist übrigens seine Frau, ja, ist halt einfach auch nochmal im Erwachsenenalter passiert. Ich glaube, das hat er jetzt nicht, meine ich. Nein, er kennt zwar sehr viele, wie man sieht, und mag auch relativ viele, aber das ist ihm jetzt mal nicht passiert, oder das... Ja. So, dann gehen wir was kochen. Was ist denn doch mal das viele zubereiten? Ich glaube, da lernt man eigentlich was... Warte mal... Pfannkuchen. Das probiere ich nachher nochmal aus und mach grad nochmal so viel zubereiten. Dann bereite ich das in mein Inventar, meine ich. Bastian, unser Lieber. Tanzt schon wieder? Was tanzt du denn da für ein Tanz? Ist das der Hula? Ja doch, müsste der Hula sein. Hula kann auch tanzen, ja. Big Band. Oh, Big Band. Auf Essen warten, süß. Dankeschön, Mama. Pfannkuchen, ich liebe Pfannkuchen am Sonntagmorgen. Mm-hmm. Kommt der Papa auch? Oder schläft der noch? Papa, steh auch mal auf und iss halt mal mit, Mensch. So, danach nimmst du ein Sprudelbad und dann müssen wir mal gucken, wie du an Spaß rankommst. Unsere Babsi, die schläft noch. Wie schön, am Morgen zusammen um noch nicht ganz 5 Uhr Sonntagmorgen essen wir. Machen wir Frühstück. Das muss ich nochmal fotografieren. Hier. Oh. So, mit ihm, wenn er dann fertig ist mit dem Essen, möchte ich doch bitte gerne... Ach so, lebenslange Zufriedenheit bist du dann fertig geworden. Na, dann lern das mal fertig. Meine ich, das hätte ich ihm schon mal gesagt. Hat sie das eigentlich? Oh, sie hat das noch gar nicht. Sie lernt das auch mal. Ja, er geht jetzt erstmal andere Dinge danach. Mach mal dann. Wobei, warte. Wir müssen mal das Ganze aufräumen. Ja. Irgendjemand muss es hier mal aufräumen. Reste weglegen. Und das auch noch Rest weglegen. Die beiden. Ah, ich hab dich lieb, mein Liebling. Wir passen so gut zusammen. Wir sind so ein super Team und wir lieben uns wirklich. Wir haben hier 3 Plätze miteinander. Letztendlich habe ich deswegen die beiden dann auch zueinander geführt. Und das finde ich immer wieder spannend, wie die Teenies dann zueinander finden.
Tini hat heute frei. Achso, Bob ja nicht, ne? Der muss um 9. Okay. Ja, jetzt hat es geschafft, unser Bastian. So, Bastian, dann geh noch mal kochen lernen, weil das hast du noch überhaupt nicht drauf. So, die Tini. Achso, die wollte ich das ja geben. Ich spule jetzt mal gerade ein bisschen vor. So. Unser Bastian macht kochen. Unsere Kleine, die wird wahrscheinlich bald wieder wach sein. Charisma, das schaffe ich eh nicht. Nicht mehr heute. Von daher müsste ich ihm irgendwas Spaßmäßiges doch nochmal ganz, ganz schnell geben, ne? Tanzen. Ich tanze nochmal den Schlumbada. Ob ich das noch hinkriege. Nochmal Kochpunkt. Super. Was er lernt und lernt und lernt. Und unsere Kleine? Die wacht gerade auf. Ich habe es doch geahnt. Mama, sorry, du musst gerade nochmal hochgehen. Wie viel hast du denn von dem? Naja, gut, okay. Geh mal zu deiner Tochter hoch. Lass sie mal raus. Babsi rauslassen. Was können wir denn noch machen? Babsi in die Luft werfen. Was ist Babsi? Muss auf Toilette. Genau, dann... Achso, ich muss es erstmal leeren. Unser Bob steht im Bad und... Hallo! Ich finde den Schlumbada echt super toll. Wow, unser Bastian hat jetzt schon 3. Der hat echt super gelernt jetzt hier. Ich meine, ich habe nämlich mal was gelesen, dass wenn wir eine lebenslange Zufriedenheit haben, dass wir dann schneller lernen können. Das war aber gefühlsmäßig nicht bei jedem der Fall. So, räum spül mal ab. Das reicht jetzt an Lernen. Spül hier mal ab. Und geh mal hoch, Toilettengang und baden. Dann säuber die Toilette noch und geh dann in die ins Bett. So, müssen wir die nach unten tragen? Tini. So, oh. Du hast gerade dran noch, gerade 3 Minuten. Hier, da wirst du schon abgeholt. Ja, beeil dich mal. Ganz schnell aber. Super. Okay, das haben wir noch geschafft gerade. Übrigens, unsere beiden Schneemänner, die schmelzen dahin. Da muss ich auch mal telefonieren, fotografieren. Ja, leider ist es schon wieder ein bisschen wärmer geworden. Oh, und unsere Babsi hat das auf Toilettengang gelernt. Jetzt gucke ich mal, dass ich noch ihr das Laufen beibringe. Dass sie das dann auch noch schafft. Und bei mir ist eine kleine Kimi wieder hier unterwegs. Kimi. Aua. Schon ist wieder bei mir hier. Kimi ist beim Spielen oft dabei. So, was mache ich denn mit meinem Kind? Habe ich nicht gesagt, ich wollte mit ihr laufen lernen? Laufen lernen. Und komm. Ja. Sehr schön. Gut, die beiden lernen jetzt laufen. Ich mache mal meine Fotofamilie. Schau mal. Ups, so. Von Bastian gemalt. Gemalt. Geh mal weiter, Kimi. Babsi
lernt aufs Töpfchen gehen. Ich hoffe, ich habe richtig geschrieben. Ich sehe es gerade nicht. Ups, das war nicht ich, das war die Katze. Nein, nein, nein. Gib mir auf. Porträt von Bob. Beim Frühstücken. Beim Frühstücken. Die Schneemänner schmilzen. Also das werde ich euch nicht immer zeigen, dass ich das hier jetzt auch noch mache. Ist Babsi beim Laufen lernen. Das schreibt man groß, ne? Laufen lernen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht immer zeigen. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es hier auch schon wirklich eine ganze Geschichte eigentlich gibt. Und ich zeige euch einmal ganz kurz mal hier die Geschichte. Hier beim Einzug die beiden, wie sie sich lieben. Und ja, verloben sich. Dann so sah mal der erste Stock aus. Wobei es ja noch schon da auch so ein bisschen eingerichtet war. Hier hatten wir einen Techtelmechtel noch ohne Folgen. Und Jessica ist zu Besuch und schwanger geworden. Ja, dann haben wir angefangen mit dem zweiten Stock. Hier war noch am, da wo jetzt Babsi drin wohnt, war noch ja, so eine Art Fitnesszimmer. Das Schlafzimmer hier unten, das kennen wir schon. Ich habe nochmal die Jahreszeiten gewechselt damals. Hier gibt es die Hochzeitsparty. Ganz viele Gäste waren da und hier haben die beiden geheiratet. Ganz glücklich geworden. Sehr viele waren hier auch vorhanden. Das war noch die Mutter von der Tini, die ist ja gestorben. Die Babsi, die ist auch mittlerweile verstorben. Waren also einige hier. Hier nochmal. Ja. Da ist nochmal unsere liebe Babsi. Und das Ehepaar hat geheiratet. Hier ist der Bruder von Bob. Der hat noch Geige gespielt. Die Hochzeitstorte wurde angeschnitten. Und Tini ist schwanger geworden. Der Bauch ist gewachsen. Und ja, dann kamen auch schon die Wehen. Und unser Bastian ist geboren. Dann wurde das Zimmer oben umgeräumt, eingeräumt. Und die beiden waren wieder im Bett. Und Bastian, ja, wurde groß, größer. Tini wurde schon wieder schwanger. Unser Bob brachte Geld mit nach Hause. Dann zum zweiten Mal schwanger. Bob im Esszimmer. Ja, neue Sachen. Auch an den Wänden. Bastian mit Mama Tini. Und dann hatte Bastian Geburtstag, wurde zum Kleinkind. Hier das Kleinkind Bastian. Er hat viel gelernt, auf Töpfchen gehen. Der Bauch ist weitergewachsen von unserer Tini. Und ja, beim Essen waren sie. Bastian lernt aufs Töpfchen zu gehen. Und er spielt, lernt laufen. Und die Wehen kommen bei Tini. Babsi ist geboren. Ja, das ist dann das Zimmer, das immer noch so aussieht. Und Sebastian hat laufen gelernt. Die Kleine war bei der Mama. Sie essen, Bastian im Hochstuhl. Und dann hat Bastian Geburtstag gehabt. Da war die Party. Und Moment, das war dann auch, wo Babsi noch mit Geburtstag gehabt hatte. Ich glaube, die waren kurz hintereinander dann zu dem Zeitpunkt dran. Babsi wollte einfach nicht älter werden. Hat nicht so ganz funktioniert gehabt. Dann haben wir sie nochmal gefüttert. Und auch Bastian wollte nicht älter werden. Auch bei ihm hatte das nicht funktioniert. Dann ist er das eben hier so geworden. Und ja, man sehe hier, Babsi hat es geschafft dann gehabt. Und ohne Haare. Das habe ich dann bald geändert. Und habe die Haare gegeben. Und das, ja, die Geschichte, die habe ich dann schon aufgenommen, meine ich. Die Schneemänner und dass sie das Leben lernt und so weiter. So, ja, ich würde dann auch einfach gerne einfach mal von euch wissen, wie möchtet ihr es gerne, dass
dass ich euch meine Familien zeige. Ich selber spiele sie einfach nur unheimlich gerne, aber ich nehme auch gerne eure Anregung an, wie ich denn einfach vorgehen darf oder soll. Und von daher erst einmal verabschiede ich mich heute bei der Familie Bob Braun und bei euch und wünsche euch alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal, eure Saki Night Owl.